puncture, and there was also things flying off one of the two cars. Nachher auch in der Formel 1 nach dem großen Preis von Deutschland, die wir vorhin in den Tag gesehen. Das Ganze ist immer mit der Fußnote zu versehen, die Ergebnisse, die wir Ihnen übermitteln, die Sie nachlesen können, vorbehaltlich der technischen Abnahme durch die Sportkommissare. And arms for doing the double in GP2 and GP3. The trophy is presented by Ludwig Furst zu Löwenstein, Wertheim, Freudenberg. Well done to Alex Lynn. To Sergei Sorokin, congratulations to him, and to ART, the trophy is presented by Volker Strychek, the ABD Vice President of Sport. Well done to the third place driver also, Arthur Peek from Rapax, the trophy is presented to him by Georg Seiler, the CEO of the Hockenheim Ring GmbH.
Reifel einen sehr guten Überblick hat im Rennen. Relativ einfach mal auf den Punkt gebracht, er ist uns im Leben noch nicht ein einziges Mal unangenehm aufgefallen in den Porsche-Markenpokalen. Aber hier ging gerade alles schief, mache ich rechts, mache ich links, ach nee, doch wieder rechts. Und dazu kam aber auch noch, dass das Bauerauto vielleicht so 30, 40 Zentimeter nochmal wieder zurückrollte. Und dann ist der Christian gezüngelt hat, dort nach diesem Treffer, nach diesem Aufschlag. Das muss übrigens kein Benzin sein, sondern der hat so einen auf die Radaufhängung gekriegt. Tippen wir mal auf der Bremsleitung oder auf andere Dinge. Also Racing, die verantwortlich sind für das Auto von Chris Bauer, der hat völlig unschuldig am letzten Wochenende schon einen Haufen Schrott mit nach Hause gebracht. Und das ist jetzt auch nicht unbedingt die wesentlich bessere Variante. Es folgt stehende Schraube. Ich nehme an, dass er sich über die knapp dreieinhalbminütige Pause bis zum Gruppen in den Berg. Yeah.
the podium possible for today? We're a bit out of position for podium, but still it's a long race. I think we have good speed in the race, so we're here to fight. Thank you, best of luck, viel Glück, Sebastian. Und ich hoffe, dass ihr alle, die deutschen Formel 1 Fans, richtig Gas gebt. Thank you very much, the four German drivers here in Hockenheim. Ja, das ist ja super, was man gerade sieht. Ich denke, wir gehen einfach.
echten Musiker uns A, akustisch erfreut haben, B, auch optisch noch einiges zeigen, sich bei Start und Ziel hier neben der Rennstrecke im Gras aufgebaut haben. Einige halten da sehr krampfhaft ihre Fahnen fest, weil es ist ein bisschen wechselnder Wind inzwischen mit 2,6 bis 3,2 Meter pro Sekunde bei. Aber Gott sei Dank, dank der Wolkendecke, angenehmen Temperaturen für Sie, liebe Zuschauer, liebe Besucher des Hockenheimrings, bei angenehm 24 Grad. Und die Startfeldprozedur beginnt in der Tat. Die Mädels kommen aus der Nordkurve heraus mit den Fahnen, den bunten Fahnen. A, vorne ran natürlich Weltverband FIA und dann die Fahnen der Fahrer und der teilnehmenden Nationen für diesen 12. WM-Lauf der Saison. Großer Preis von Deutschland. Nochmal ein riesen Dankeschön an alle ehrenamtlichen Helfer, an das Rettungspersonal, natürlich auch an die Polizei, an alle Leute, die hier mithelfen, mitarbeiten. Unter anderem natürlich auch viele, viele Leute vom Automobilclub von Deutschland, von der Hockenheimring GmbH. Wir hoffen, dass Sie bisher schon den Tag genossen haben und nun ist immer was Besonderes. A, hier in Hockenheim, B, die Formel 1. Zwei, drei rote Teppiche werden wieder ausgerollt. Es folgt natürlich noch eine Nationalhymne von jemand gesungen, der das wirklich gut kann und der auch textsicher ist. B, ganz klar, wird gleich auch die ersten Motoren wieder auffahren. Sie haben gesehen, die ganzen Mechaniker mit ihren Werkzeugkisten, mit ihren Reifentransportern sind schon vorgezogen in die Vorstartaufstellung. Gleich also um 13.30 Uhr werden die Motoren, die Formel 1 Motoren wieder dröhnen in Hockenheim und vor allem natürlich Nico Rosberg im Fokus der Weltöffentlichkeit hier also in Deutschland.
stattfindenden Großen Preis von Deutschland. Sie haben alle die Sicherheitsvorkehrungen erlebt nach den schrecklichen Ereignissen. Wir werden hier sicher einen spannenden Formel-1-Lauf sehen mit Nico Rosberg, einem Deutschen, auf der Pole Position. Ich wünsche Ihnen viel Spaß und ein schönes Erleben und den deutschen Fahrern viel Glück für ihr Rennen. Gäste, Fürst Ludwig zu Löwenstein-Wertheim-Freudenberg, Präsident des Automobilclubs von Deutschland, Dieter Gummer, Oberbürgermeister von Hockenheim, Peter Haug, Minister für Landwirtschaft, Ernährung und den ländlichen Raum von Baden-Württemberg, zusammen mit allen Formel-1-Fahrern, die am heutigen Rennen teilnehmen. Bitte erheben Sie sich für die deutsche Nationalhymne. Ladies and gentlemen, in a few moments' time, the German national anthem will be sung by Patricia Maiden in the presence of our dignitaries and honored guests, Prince Ludwig Urs zu Löwenstein Wertheim Freudenberg, President of the Automobile Club of Germany, Dieter Gummer, the Lord Mayor of Hockenheim, Peter Haug, Minister of Agriculture for Baden-Württemberg, along with all of the Formula One drivers taking part in today's Grand Prix. Now please be upstanding for the German national anthem. Einigkeit und Recht und Freiheit für das deutsche Vaterland. Danach lasst uns alle streben. Yeah.
Also,
Mercedes-Motor im Heck. William Schaff. Ja, danke. Hamilton. Thank you.
Ich war aber bereit.